Nein, ich bin erst 3, also lassen Sie mich nur Fischen mit Puppen spielen. In der Tat, kleines Mädchen, ich darf nach Belieben jagen. Ich bin der Meinung, dass alle Tiere in Ehren gehalten und bewundert werden, nicht gejagt und getötet werden sollen. In der Tat, Kleines, ich darf nach Belieben jagen. Du hast aber Glück, ich mag dich nicht. Wenn du willst, wir können Freunde sein. Ich habe mein Püppchen verloren draußen im Wald und der Torhüter lässt mich nicht hinaus, um es zu holen. Kannst du es für mich holen? Wenn ich es auf meiner Reise finde, werde ich es dir zurückbringen. Danke, du darfst auch spielen mit Puppe, wenn du willst. Okay. Wenn ich irgendwo auf der Insel eine Puppe finden soll, sollte ich es zu Farting zurückbringen. So, was ist Ihr mit seid dir? anders. Ich heiße Sie willkommen euch im Dorf und wünsche euch viel Glück für den Kampf gegen das Böse. Du hau das Haus im Schiff. Ich, Ewald, ich fische für Clan in diesen wilden Gewässern. Es ist ein Vergnügen, euch kennenzulernen, Ewald. Was könnt ihr mir über diese Insel erzählen? Ein einfacher Fischer, hä? Hat keinen Sinn, mit euch zu reden, oder? Wohl gesprochen, wir sind die Gruppe von Brenoe. Wir haben, wie ihr vielleicht gehört habt, sind wir hier, um Einzelheiten über die Reise Baldurans herauszufinden. Dabei erlitten wir während eines gewaltigen Sturms auf dem schroffen Felsen Schiffsbruch. Sagt mir, mein Herr, wie kommen wir von dieser Insel wieder herunter, wenn wir die Dinge gefunden haben, nach denen wir suchen? Wenn ihr nicht könnt, bauen Schiff, das ist stark genug zu widerstehen der offenen See. Ihr seid hier mit uns gefangen. Wir versuchen ein Boot zu bauen, auf dem ganzer Clan Platz hat. Vielleicht sollte ich mehr über die Insel erzählen. Bitte tut das. Insel nicht sehr groß. Bei gutem Wind, ich kann sie umsegeln an einem Nachmittag. Im Norden und Osten ein natürlicher Hafen. Das Schiff meiner Großväter, das Schiff Baldurans, liegt gestrandet im Nordhafen. Der Osthafen, unsere große Hoffnung für Überleben. Also, kennt hier doch jemand Baldoran? Die Insel außerhalb von Dorf sehr gefährlich. Die Ungeheuer, die auf Schiff leben, töten und fressen alles, was sie fangen können. Hört zu, Außenstehender. Kann ich euch bitten um Hilfe? Sicher, worum geht es? Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich nicht glauben werdet, meine Geschichte. Niemand sonst auf der Insel glaubt mir. Mein Bruder verließ Dorf vor 2 Nächten und ist nicht gekommen zurück. Ich weiß, wohin er gegangen, obwohl ich werde ausgelacht, wenn ich es sage. Was ihr sagt, mag euch schon der Lächerlichkeit preisgeben, doch wie soll ich das beurteilen, wenn ihr es mir nicht erzählt? So sage ich es, ich werde mich stellen dieser Gefahr alleine. Ich rieche Außenseiter. Ich habe einen Dorfbewohner namens Ewald getroffen, aber einen guten Eindruck habe ich wohl nicht auf ihn gemacht, und wenn schon. Er und seine Leute sind mir sowieso egal. Ich würde euch bitten um einen Gefallen. Ich lache nicht. Da ist eine Hexe auf dieser Insel. Mein Bruder, sie nannte die blaue Dame und jene unter uns, die dieser Wasser befahren haben, sie alle schon einmal gehört. Mein Bruder Eva hat sie öfter als meisten gehört. Ich glaube, dass er losgezogen ist, um sie zu finden. Ich glaube, dass er sich befindet in ihrem Bann. Ich muss gehen und ihn suchen. Diese Hexe will ihn wird vielleicht töten. Er ist stark, doch er ist in ihrem Bann. Ich fürchte, dass sie tötet ihn, bevor ihm wird alles klar. Könnt ihr suchen, mein Bruder? Sag mir, wo die Hexe ist, und wir werden versuchen, sie zu finden. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Klug genug, sie zu meiden, im Gegensatz zu Evan. Aber habe gehört, singen entlang der Westküste. Ja, vermisster Bruder. Evan hat mich gebeten, nach seinem Bruder Evan zu suchen, der seiner Meinung nach von einer blauen Hexe entführt worden sei. Er hat diese Hexe an der Westküste der Insel singen hören und vermutet, dass sich Evan im Norden finden könnte. So, dann gucken wir mal, was der Fischer will. Wobei, der Typ war ja schon Fischer. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, Kumpel? Unerschrockener Forscher seid ihr, doch keine Matrosen. Euer Gang ist anders. Ein alter Seebär wie ich sollte das wissen. Ich bin Talon, einst ein Matrose von Am und jetzt ein stolzes Mitglied dieses Clans. Wie ihr schon sagte, wir sind keine Matrosen mit Leib und Seele. Seid ihr etwa einer? Das hat er doch gerade gesagt. Scheint etwas über das Leben außerhalb dieser Insel zu wissen. Gibt es auch eine Geschichte dazu? Kümmert euch um euren eigenen Kram. Nehmen wir mal die zwei. Wir segeln nach Maztica und
kehrten beladen mit Gewürzen zurück. Plötzlich wurde das Schiff von einem Kraken angegriffen und unter die Wellen gezogen. Diejenigen, die überlebten, wurden einer nach dem anderen in das Maul des Kraken geschoben und verspeist. Ich klammerte mich an den Planken des Schiffes fest und irgendwie verfehlte der Krake mich. Tagelang trieb ich auf dem Wasser, aß meine Schuhe und trank nur Regenwasser. Schließlich trieb mich der Wind zu dieser Insel, da ich dem Dorfbewohner neue Verfahren für den Fischfang und den Landbau beibrachte, nahmen sie mich in ihren Clan auf. Der Clan ist hier seit Baldurans Zeiten, müsst ihr wissen. Sie brauchten dringend ein bisschen moderne Technik, was ich zu vermitteln hatte. Es ist eine fantastische Geschichte, das muss ich zugeben, aber ich schwöre, dass sie wahr ist. Wie kommt es, dass die Nachkommen von Baldurans Mannschaft nicht in der Lage sind, der Insel zu entkommen? Oder anders gefragt, warum hat die Mannschaft von damals kein Schiff gebaut und ist nach Hause gesegelt? Das sind doch alles Lügenmärchen. Kraken, die eigene Schuhe essen, nur ein Narr würde euch glauben. Nehmen wir mal die zwei erst. So einfach ist das nicht, naive Landratte. Balduran und sein Ratgeber Dradel sind seit der Schlacht verschollen. Niemand ist sicher, wo diese Insel liegt. Ein Versuch wurde jedoch unternommen. Vor nunmehr fast einem Jahr baute der Fischer unter meiner Anleitung ein kleines Boot. Selat Garn, unser Anführer und Kaishas Ehemann, segelte damit zum Festland. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört und nebenan, dass er tot ist. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, doch ich werde euch einen Ratschlag geben, den ich nie erhielt. Seht euch vor, nichts auf dieser Insel ist, wie es scheint. Nicht diese Leute, nicht die Monster und auch nicht ich selbst. Nur was ihr tun müsst, doch tut es schnell, ich habe nicht viel Zeit. Ja, Kumpel? Ich habe jetzt zu tun, lass mich alleine. Wir trafen einen ehemaligen Seemann aus Am im Inseldorf. Er erklärte uns, dass Baldurans Besatzung von wilden Werwölfen angegriffen wurde und sich an der Stelle verbarrikadierte, an der heute das Dorf steht. Er glaubt, dass Baldoran und sein Berater Dradel noch beim Schiff starben. Außerdem habe der Mann, der Anführer, versucht, zum Festland zu gelangen, um seinen Clan zu retten. Er ist nie zurückgekehrt. Mhm. Talon hat uns davor gewarnt, irgendjemanden auf der Insel Vertrauen zu schenken. Es scheint ihm ernst zu sein. Ihr braucht nur zu fragen. Hier drin waren wir jetzt noch nicht. Das habe ich total vergessen. Vielen Dank, dass ihr uns helfen wollt, Außenstehender. Ich rieche Außenseiter. So, hier sind ihr auch zwei nur zu fragen. Dinger zum Plündern, aber nichts drin. Wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. So, Safana, lauf einmal um diese Mauer rum. Okay, hier sind Klippen, die den Weg blockieren. Torwächter Delaney. Ja, wie ihr wünscht. So, was haben wie wir hier? Wie ihr wünscht. Ein Dolch. Oh, und etwas ist im Waschbecken versteckt. Ich fühle aber natürlich. Schätzchen. Der Mechanismus, der hierfür verantwortlich ist, nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert und vermutlich gegen einfache Zauber geschützt. Also können wir da nicht rein. So, da ist noch die Leini.
Lal und der Torwächter. Ah. Das Tor ist ein Loch in der Mauer. Macht's gut, Freunde. Mögen die Wolfsmonster fallen wie Grashalme unter den Sicheln. Wenn ihr kommt zurück zum Dorf, ich werde hier sein und euch empfangen. Ihr werdet das Dorf nicht. Bleibt heraus aus meinem Garten. Ich möchte nicht, dass ihr trampelt herum auf meinem Gemüse. Macht euch keine Sorgen um euren Garten. Wir sind nicht hier, um ihn niederzutrampeln. Eure Anführerin hat uns gebeten, die Monster auf der anderen Seite der Insel zu beseitigen. Die Wolfsmonster haben getötet meine Frau. Werdet ihr ein paar von ihnen für mich zur Hölle schicken? Eure Frau wird gerecht werden. Es ist an der Zeit, dass sich jemand rächt, ohne sie die Fälle viel härter zu bestellen sind. Bevor wir gehen, gibt es irgendetwas, das ihr uns über die Insel außerhalb dieser Dorfmauern erzählen könnt? Seid vorsichtig, wenn ihr verlasst das Dorf. Auf Insel überall Monster. Ein alter Bauer namens Lal hat mich gebeten, ein paar Monster rings um das Dorf umzubringen, um seine Frau zu rächen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, dass diese Leute sich endlich wieder aus ihrem Dorf trauen können. So, und dann noch die Dailani. Ihr seid mal was Neues. Ich habe noch nie jemanden wie euch gesehen. Ach, hallo. Über euch wird viel viel geredet wird im Dorf. Jemand wie euch hat noch keiner gesehen, nicht einmal die Ältesten. Wie ihr heißt? Mein Name ist Brenno, ihr gnädige Frau. Wie heißt ihr? Wie ich heiße, geht euch nichts an. Was wollt ihr? Mein Name Brenno, ihr. Was ist damit? Wie heißt ihr, gnädige Frau? Nicht so förmlich, mein Herr. Mein Name ist Dailani und ich habe Freude, euch zu lernen kennen. Da bin ich sicher. Also was gibt es hier in diesem gottverlassenen Dorf zu tun? Das Vergnügen ist auf meiner Seite. Da bin ich mir sicher. Was tut ihr hier? Ja, lass mich in Frieden. Ich habe keine Zeit. Was tut ihr hier? Was ich tue? Ich bin Geschichtsforscherin. Ich sammle die Geschichte der großen Alten und auch einige alte Relikte. Ich habe alte Sprache gut erlernt, nicht wahr? Ich versuche so korrekt wie möglich zu sprechen. Aber wir sind schon seit langer Zeit alleine. Und ihr, was tut ihr? Wir sind auf der Suche nach Abenteuer und Reisen. Wir bringen Recht und Ordnung, wohin auch immer wir gehen. Wir sind so etwas wie Strandguträuber. Wir durchsuchen Schiffswracks. Das geht euch nichts an, Frau. Ein bisschen dies, ein bisschen das, was auch immer sich gerade ergibt. Was auch immer euren Weg kreuzt und so weiter, dann ich habe angemessene Aufgabe, wenn ihr mich anhört. Ich werde zuhören. Was benötigt ihr? Sprecht schnell, ich habe bereits genug Zeit verschwendet. Das ist sinnloses Geschätz. Was benötigt ihr? Es ist eine einfache Aufgabe, nicht kompliziert. Der Sturm, den ihr habt erlebt, der euch euer Schiff gekostet hat. Hier blies er ebenso heftig und hat einen Schutzumhang. Der war gebreitet über die Dorfmitte. Oder ein Opfer des Windes. Ich schätze, er befindet sich außerhalb der Mauer und ich möchte nicht, dass die Bestien ihn kriegen, zu fassen. Werdet ihr ihn zurückholen? Eine sehr exponierte, noch etwas sonderbare Stelle für einen Umhang. Was für eine Bedeutung hat er? Warum sollte ich Kopf und Kragen für einen einfachen Umhang riskieren? Ist er wertvoll? Pa, ich bin kein Laufbursche. Was bedeutet er? Er ist schon sehr alt, schon so alt wie unser Volk. Er ist von Schiffshaus, das zerfiel in Stücken und symbolisiert die Vergangenheit, aus der wir kommen. Er hüllt die Dorfmitte ein, da wir benutzen die Vergangenheit, um vorwärts zu kommen. Wisst ihr, welche Bedeutung Symbole besitzen? Dies ist unseres. Die Bestien haben ihn vielleicht schon in ihrem Besitz und ich brauche euch, um ihn Gewinn zurück. Werdet ihr mir dabei helfen? Wir werden euch auf jeden Fall helfen. Wir werden ihn so schnell wie möglich zurückbringen. Wir werden für euch tun, was wir können. Dank sei euch. Ich werde warten auf euch mit hoffnungsvollen Herzen. Wenn ihr erfolgreich seid, werde ich euch gern willkommen heißen. Ich wünsche euch alles Gute. Also ja, wir können im Augenblick nur hier raus. Durch das Tor, das kein Tor ist. Ja, mein Schatten, mit Vergnügen. Eine Horde Schwarzbären. Und ja, ich will mit Safana mal schnell noch hier den Bereich abgehen. Ohne dabei in die Schwarzbären zu rennen. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht.
Ich würde aber sagen, bevor wir den Rest dieses Teils angucken und in den nächsten Teil der Insel gehen, wird erstmal wieder gespeichert. Das ist jetzt. Oh, wir sind bei Let's Play 30 angekommen. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.